Und damit, hallo Leute, was geht ab? Ich komme zu einem Video von Black Myth Wukong. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jo, wir sind immer noch hier. Wir haben im letzten Video ja die Spinnengrotte ein bisschen erkundet. Und haben auch einen ersten, in Anführungszeichen, Boss gemacht, der war nur so halb. Und seitdem ist es auch Tag. Richtig entspannt. Und dann haben wir eine neue Seele gekriegt. Einen neuen Kämpfer. Wo haben wir denn? Da, den komischen Lampenträger. Der anscheinend besonders cool ist. Haben wir sogar zwei. Ah ne, gar nicht. Den haben wir gekriegt. Nicht den. Den. Und ja, wir waren dabei, eine neue Seele zu kriegen. Aber der hat mich noch kurzerhand erledigt. Puff. So. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Und da werde ich jetzt auch schön entspannt hinrennen, weil ich habe jetzt echt keinen Bock. Ach, ich hätte auch einfach... Blöd, Alter. Ich hätte ja genauso gut reisen können. Ja, da war jetzt richtig dämlich. Na gut. Da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, so schnell. Die Viecher werden wir alle erledigen. Der Rest ist mega. Alter, 64 EP, Alter, was gibt's hier? Jetzt vergessen. Oh, schnell, wa? Oh ne, der war richtig. So, da sind wir auch schon wieder. Keine Zeit, kein Bock. Verpiss you. So, hier ist es. Junge, warte mal. Ey, blöd, ich muss irgendwo nach oben. Junge! Boah, du gehst mir auf den Sack, wa? Eine Fresse, Alter! So, war das jetzt mal. Hier. Ganz dringend Zeit für so ein goldenes Gehölz.
Ja, was soll noch weiter rennen? Mich verarschen. Juckt mein Ohr jetzt wieder so. Ja, der Heino war. Hier. Ui, warum so viel? Geht gerade aus dem. Kann auch die Dinger bringen, aber soll für irgendwas nützlich sein. Da muss ich jetzt hin. Ja. Ist ganz schön groß hier. Die Höhle. Ist der kleine Schweinchen geblieben. Der ist doch jetzt nicht hier alleine hier lang gerannt, oder? Hey, ein Schwein. Irgendwo. Da. Fisch. Ja,
Das ist eigentlich ein Witz, wenn hier der Schrein ist und da der Gegner wieder spawnt. Fünfhundert. Ist das, wie ich die bekommen habe, oder nach Aufwertmöglichkeiten sortieren? Ich kann auch deine Fähigkeit einsetzen. Hm. Ah, doch nicht, der ist nicht mehr hier. Das wäre jetzt auch ein Witz gewesen. Wo muss er jetzt hin? Du siehst das Vieh nicht an. Da ist er dann hinten rum. Du bist so dumm, ne? Quasi komme ich da wieder hoch. Keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin. Alter, warum juckt mein Ohr so? Ich glaube, ich krieg trotzdem eine Haut im Ohr. Gar nicht mal so cool. Jetzt höre ich nichts mehr. Ja nicht hin. Da
听说里头藏着不得了的宝贝，你模样这么伶俐，不妨进去寻寻。 Ja, glaubst du selbst nicht, wa? Also ja, da ist ein Schatz, aber sieht mehr nach einer Falle aus. Ach, geht gar nicht, bin ich wieder hier. Also in der anderen Richtung. Ah, jetzt bin ich hier. Und hier gibt es einen Schrein. Ich häng fest. Der scheiß Bogenschütze da oben, ne? Boah, genau deswegen hasse ich solche Kack-Mistkreten. Ich denke, ich komme jetzt nie wieder da hoch. Das ist nicht so einfach. Ja, komm noch runter, du Lump. Ich bin Bogenschütze, ich kann Pfeile schießen.
Und bin zu scheiße zum Treffen. Noch weiter. Was ist das jetzt hier? Alter, was geht hier? Sorglosgebräu. Okay, ist sogar Gold, also heißt, da müsste ich eigentlich direkt nutzen. Bei Golden ist eigentlich immer besser, ne? Du dumme Ratte da. Reicht da unten jetzt auch. Wo ist dies? Das war die erste Schwester. Okay, ich sollte vielleicht mal, bevor ich hier weitergehe, wirklich mal zu dem Tester gehen. Junge, bist du doof? Anscheinend muss ich ja hier weiter. Thank you.
nervigen Kackviecher. Ich wollte einfach nur durchrennen hier. Wo ist das geile Ding denn? Ach, da. Ach, pff, nur zwei, ich kann da drei nehmen. Ich muss erstmal noch Material. Was kommt der Heino wieder hier? Ja, mal kicken, was der Tempel hier so kann. Ein Bosskampf. Das war jetzt nicht so einfach. What the fuck ist er denn? Dein Gesicht. Jetzt habe ich noch ein bisschen Luft wieder. Was habe ich da überhaupt alle bekommen? Nein, der wird aber nicht. Komm, der ist da. Komm, andere Viehs hier unten. Die sind nur blau. Was ist das dann? Die sind nur blau. Alter, ich habe gedacht, das wäre irgendwie lila oder so, weil wegen.
super stark. Kann ich noch irgendeine Gurde oder so ein Blödsinn bekommen? Kann ich wahrscheinlich verticken oder so. Genau wie die hier. Okay, cool. Ich habe mich schon mal eine Rüstung wieder basteln. Nee, halt. Dann nehme ich doch hier die, weil die 11. Ah, ich kann direkt beide. Natürlich. Jetzt wird mir nur noch ein so ein goldener Bummelding da. Goldbaumchen. Ja, dann kann ich auch den Klotz hier matzen. Oh, maximal Mana, Alter. Bitte einkaufen. Ach, Menno. Na gut. Bring schon mal diese Rüstung wieder vollständig. Dahin. Don't fuck me up. Boah, geht. Alter! Gib mir um so. Alter, ich kann nichts machen, ich hänge hier. Ich kann nichts machen! Ach Junge, ich hasse diese dreckigen, mistkrötigen, arschkrampigen Bogenschütz-Spassen. Zum Plunder, mich da in die Ecke drängen und nicht rauskommen lassen. Ich konnte nichts machen, ich konnte weder Viereck drücken, noch Kreis, noch. Junge, wir. Auf den Sack. Wie bin ich jetzt anders gelaufen?
Aber okay. Ja, ganz schön gerade auf dem Senkel, wa? Warum fokussiert er keinen mehr? Muss ich mich verarschen? Alter, geht ihm mir auf den Sack. Junge, Alter. Hallo? So ein Scheiß, Alter. Ganz schön viel los hier in dieser dämlichen Höhle. Acht Punkte, ey. Ja. Das ist jetzt dieser dumme Schwein. Was ist er denn? Da. Klar, wenn ich jetzt. Achso, klar, geht mir so auf den Sack das. Wieso fokussierst du den nicht? Macht der nix? Ach, immer wenn man einmal Dreieck drückt, dass der dann auch wirklich das machen muss. Du kannst nichts anderes machen. Bis er halt den schweren Angriff gemacht hat.
Nein, Gott, ich glaube nicht mehr. Kann man langsam auch das Schweinchen wieder treffen. Truhe. Da, die Question ist, wo lang? Da. Ja. Von da gekommen. Das hört sich die ganze Zeit an, als wenn irgendwo Windows einen Fehler hat. Du-du-du. Du-du-du. So, einmal wieder auf 3 gekommen, ne? Und irgendwie fokussiert er nicht mehr. Kann man eine Tasse, Dreikampftaste kaputt ist oder so? Ja, wieder ein Boss. Hat sie mir ganz stark nach dem Boss aus. Irgendwas Knochenmäßiges. Ah, Junge. Junge, Alter, hat er mir voll viel Leben gezogen. Alter, Alter. What the fuck? Wann war das denn? Dumm Arsch. Aber gut. So, dann würde ich sagen, bin ich aber hier das Video. Bevor ich dann nochmal attackiere. Schön, dass ihr auf jeden Fall mit dabei beim Bock drauf habt. Jo. Schön. So, sind wir jetzt mal ein bisschen weiter. Dumme Grotte hier, die geht mir auch wohl leicht auf den Senkel. Allein schon wegen diesen dämlichen Bogenschützen. Aber gut, der komische Type da, dieser Knochen, boah, das geht mir auf den Sack wohl, wa? Ja, dieser Knochenfritze da ist eigentlich nicht so schwer. Geht klar. Achso, was können die denn? So, ich habe jetzt 3 Stück von.
Erhöhte Giftresistenz. Den könnte ich mir eigentlich mal eben schnell. Aber nein, ich habe die anderen. Verteidigung moderat, ne? Und maximale Mana. Ein dritter wäre cool. Der ist eigentlich jetzt wohl ganz wichtig. Zumindest für die Runde hier. Oh, ich habe eine neue Jade. Uiuiui. Und Selbstbestimmung können wir auch mal machen. 8 Punkte. Feuerkreis brauche ich nicht. Wolkenschritt, Felsenfels benutze ich alle gar nicht. Fellmagie, ja, selten. Verwandlung. Ausdauer, Kampfkunst, Überleben. Zwei. So, habe ich das jetzt immer noch mal gemacht. So, gut. Dann wie gesagt, werde ich jetzt mal das Video beenden. Schön, dass ihr wieder dabei habt, habe ich gerade schon gesagt. Ja, heißt im nächsten Video mal eben diesen Knochenfritzen erledigen. Und dann sollte ich vielleicht auch endlich den Stab da bauen können. Weil Boss. Geben mir einmal diesen Goldbaumkern. Und den brauche ich ja nur noch einen. Ich brauche nur noch einen für diesen Start machen. Ja. Und dann mal sehen, dass wir mal kleine Schweinchen wieder treffen. Und bin gespannt, was die komische Tante da will. Die ist wahrscheinlich die erste Schwester von der Spinnenfrau da. Oder von der Mutter, wie sie hieß. Aber gut, mal gucken. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne noch nicht dabei. Würde ich ganz gerne mich darauf freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt aber noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.